So, hallo, wir treffen uns mal wieder in kleiner Runde zu Among Us. Ihr seht die kleine Runde, also Spulk ist da, Ricardo ist da als Blue Baby, Xehan ist da und Reggie ist da. Vielleicht werden es noch mehr, ich weiß es nicht. Letztes Mal war es so, da haben wir angefangen aufzunehmen und dann sind es während der ersten Folge noch zwei, drei mehr geworden. Im Moment sind es fünf, das heißt, ich kann ganz viele durchstreichen auf dem Thumbnail. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Und ja, wir haben jetzt ganz normal ein Imposter, fünf Spieler, also es sind relativ schnelle Runden. Wir schauen mal, was passiert. Ich starte die erste Runde. Außer ihr wollt kurz noch was sagen. Ja, das Thumbnail wird einfach rot sein. Überall rote Striche Alle sind. durchgestrichen. Genau. Gibt Also es dann ich bin irgendwann nicht noch Folgen gespannt. ohne Con? So, Richtige Ricardo. wie kann ich denn jetzt eigentlich nochmal mich muten? Hilfe, wie ging das denn? War das Steuerung und M? Locker von. Scheiße, das war's nicht. Gott, wie war denn die Belegung zum Muten? Moment. Ach, ich mach's über Maus. So, okay. Jetzt bin ich stumm geschaltet, jetzt hören die mich nicht, jetzt kann ich spielen. Was bin ich denn überhaupt? Ich bin offenbar. Ja, ich bin offenbar Quatsch, ich bin nicht Imposter. Guten Morgen. Hoffentlich bin ich nicht gleich tot. Muss mich erstmal wieder hier reindenken. Okay, so viel dazu. Ja, dann können wir jetzt in Ruhe Aufgaben lösen. Das war ja nix. Immerhin sind wir fertig geworden mit der Aufgabe. Ja, er meldet Oh, sieht selbst. ja alles hier ganz anders aus. Ist klar. Ja. Neues neue UI. Er meldet selbst. Das ist Okay. halt. Conan ist rechts von vom Eingang quasi von Ich der mach Lobby. Spuk mal noch ein bisschen lauter. Von der Nee, so. Cafeteria. Okay. So. Also quasi das ist der erste Raum, der kommt, wenn man einfach nach rechts läuft. Jetzt sollte man alle hören. Also, Okay. wir waren leider alle da rechts. Also Ja. ich habe am Anfang Blue Baby an einem Vent stehen sehen. Also das sah so aus, als hättest du den Vent House gemacht. Das war der Vent for Weapons und am Ende war ich mit Reggie in Navigation. Also beides war so irgendwo in der Ja, Ecke. ich glaube, das ist auch ein Staff-Report. Ich habe Reggie Ja. die Task sehen gelassen. Xehan hat mich nicht getötet. Ich glaube, ehrlich gesagt Der auch ein hatte die Self-Report. Opportunity gewählt. Gibt es da nicht auch ein Vent in Navigation? Also es Ja, kann da ja geht auch es um Xehan dort Navigation. sein und er hätte Cooldown, aber Also, nein, nein, nein. ich glaube, Alle das ist sein, das ist das Spulk oder Problem. ist Ich es habe keine Ricardo? Leiche gesehen. Haben wir Also, Bild? Ich habe darf keine nur Leiche sein. gesehen. Ricardo, was für Tasks hast du gemacht? Ich habe hier Shields gemacht unten. Ich habe die Vents gemacht, hier in der Cafeteria, wie Cian gesagt hat. Das stimmt. Und ja, das war's. Ich bin halt Okay. Cian, also ich bin Cian begegnet und wollte dann hier in Communications gucken oder irgendwo sonst, ob da eine Leiche ist. Weil sonst hätte er mich ja auch im Gang töten können. Weißt Ja, du? also Deswegen was dachte ich mir so, es ist mir halt ja. aufgefallen, ich bin zu Shields gegangen und dann kamst du gerade so ein bisschen von unten, Ricardo. Also es kann natürlich sein, dass du da die Task gemacht hast, aber es kann auch sein, dass du im Vent warst. Also. Also ich war auch bei Das ist Communication und okay, bei da ist Shields doch und da ja hatte ein Vent ich. in den Shields. Oder doch, Genau, stimmt ich. das. Bei Shields ist ein Vent. Ich hatte, wo ich da lang gegangen bin, hatte ich dich auf jeden Fall noch nicht gesehen, Ricardo, aber dann wirst du hinter mir gewesen sein, weil ich war dann ja zu Navigation gegangen und da war ich ja mit Reggie. Wo, also wo ist nochmal Conan? Wo ist Und Conan? Conan Ja, ist bei quasi. Conan Ich ist weiß nicht, wie bei der Raum Weapons, wenn ich heißt. das Ist das bei Weapons, wenn Weapons? ich das richtig verstanden habe. Ja, Also es also wenn du gibt. Ich meinst, glaube, genau. Shields ist unten links und dann gibt es Gibt den Gang. es die wichtige Frage ist, gibt es ein Band zwischen Shields und Weapons? Soweit ich weiß, gibt es in Weapons kein Vent. Es gibt. Dann muss es Bulk sein. Och, Es also. gibt da gibt's ein Vent. Den Vent in Echt? dem Raum, wo Conan liegt und What? in Und in Weapons. Weapons. Ja. Und Ja. nicht in Navigation, genau. Aber was ergibt das denn? Was Oder ergibt das denn das für ist einen Sinn? Navigation? Also ich weiß gerade nicht, ob ich Weapons verwechsle mit Navigation. Also Aber das kannst du. Moment, es gibt ein Vent vor Weapons, aber ich wüsste nicht, dass es einen in Weapons gibt. Okay, dann. Also es gibt auf Doch, jeden es gibt Fall ein einen Vent in in dem Weapons. Raum, wo Conan liegt, und ein Vent in
Es gibt einen Vent, der geht von Weapons zu Navigation und zu Shields. Achso. Ich wollte jetzt skip, das ist mir alles zu riskant hier. Oh, ihr wart doch alle auf dem richtigen Weg. Ich glaube, es ist ein Self-Report, aber. Aber gut, es wird beobachtet. Sein, es kann Reggie sein, es kann Cian sein, ich weiß es nicht. Es kann jeder sein, das ist das Problem. Ihr wart doch auf dem richtigen Weg. Aber wahrscheinlich hätte ich ähnlich entschieden, weil ich es ja auch nicht gewusst hätte. Achso, ich muss ja spielen. Ich kann ja wieder was machen, ja moin. Ach, den hatte ich gar nicht, siehste. Da da di da. Da 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 da. So, na mach doch so. Ah, da unten muss ich hin. Ah, die müssen alle weiß. Ich hab das schon mal falsch gemacht. Es ist unglaublich. Okay. Ja, ich glaube, es ist doch Reggie, oder? Also ich bin ziemlich sicher, dass es kein Self-Report gewesen ist, weil Spulk war schon ziemlich Tauntel hier. Also was hast du gesagt? Die Task gemacht. Was? Der hat mich nicht getötet. Wir waren die ganze Zeit zusammen. Wir haben Cern im Electrical. Der hätte uns töten können, glaube ich. Aber vielleicht hat das nicht. Es sind 30 Sekunden Kill-Cooldown am Anfang. Also ich habe. Ja, genau. Und? Also ich stand eine Weile neben Reggie und der war auf dem Med-Scanner. Und dann ging das Licht aus und dann war ich zu Electrical gegangen. Ja. Wir waren doch jetzt zu dritt an Electrical halt, vorbeigelaufen, oder? Das Ding ist was halt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Spulk aus Electrical rauskam, ohne die Lights zu lösen. Ich bin nicht reingegangen. Ich wollte reingehen, aber dann seid ihr zu. Genau, wir wollten dazu. Wir sind quasi in die gleiche Richtung gelaufen und dann haben wir gesehen, dass ihr reingegangen seid und dann war ich zu faul, quasi auch mitzugehen. Cern, du verdächtigst den Falschen, das ist Reggie. Spulk ist down. Cern, du hast hier letzte Phase gut analysiert. Ich glaube auch, dass du town bist. Reggie war sehr still und ja. Reggie war der Einzige in der Nähe von Connens Leiche. Also muss es Reggie sein. Also, bevor ihr jetzt votet, lasse ich also meine Sichtweise erklären. Ja, bitte. Ich bin am Anfang, eigentlich wollte ich zuerst runter zu Admin gehen. Da bin ich gesehen, dass alle erst nach links gegangen sind. Dann bin ich zum Webbing gegangen, da auf den Scanner, da kam Cern an. Bin ich doof jetzt? Ich habe keine Ahnung, ob wir was an sind, wahrscheinlich nicht. Nein. Okay. Ich habe nicht gesehen, dass da irgendwas passiert ist. Ich hatte auch den Task selber nicht, deswegen konnte ich jetzt auch nicht gucken, ob ich da in der Warteschlange landen würde oder so. Mich doch also es könnte sein, dass du das gefaked hast, aus meiner Perspektive, aber ja. Ja, du bist ja direkt zum Medbay gegangen und dann direkt auf die andere Seite, oder wie? Oder meinst du jetzt von... Hat mich irgendwer rechts gesehen, oder was? Ich war ein Reactor. Er redet von dieser Runde. Verwirrt auf die Art, okay. Bei der Art und Weise, wie er sich verteidigt. Ich bin dann links gegangen, zu weil er verteidigt sich wie ein Imposter. Da wollte ich bin runtergehen. Verwirrt. Und da an dieser Kreuzung... Das 1, 2, 3, 4, 5 hatte ich auch gehabt. Können zwei das haben? Nein. Mich hat doch Spulk getötet. Ja. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die nur einmal vergeben wird. Dann ist Reggie, weil ich habe die gemacht. Und Spulk kann das auch bestätigen, weil... Also, du warst überhaupt nicht im Reactor. Ihr könnt mich rausvoten, aber... Du warst nicht im Reactor, Spulk. Der war nicht im Reactor. Okay, es ist Ricardo. Spulk, du hast doch gesehen, Reggie war nicht im Reactor. Also ich glaube, Ricardo... Wir waren zu zweit, ich krieg hier noch Meier an Hilfe. Läuft die Aufnahme noch? Ich glaube, wir können einfach nur raus haben. Auf die Maus gekommen. Ja, okay, alles gut. Irgendwelche Opfer. Spulk, wen hast du jetzt gewotet? Ich hab Reggie gewotet, oder? Ja, ich glaube schon. Okay. Ich hab Ricardo gewotet, also... Ja gut, dann ist eh egal, was ich tue, also sorry, Reggie. Okay, dann gebe ich euch einen Tipp, drück auf den Knopf. Oh, ja, ein Tod und das war's. Ich war gerade selber, die Art und Weise, wie er sich verteidigt hat, ich war komplett lost. Er hat sich ganz komisch verteidigt oder ich habe einfach nicht richtig hingehört, ich weiß es nicht. Irgendwas war da ganz komisch. Aber ist okay.
Ja, geh weg, da ist. Oh nee, oh nee. Du musst doch nur einen killen. Ihr müsst den Knopf drücken, Leute. Über die Task schaffen wir das jetzt eh nicht. Nein, es war ein Self-Report. What? Ich hab's gesagt. What? Na. Also Ricardo, am Ende dachte ich wirklich, also ich dachte echt die Ich ganze kann Zeit, mich dass du jetzt einfach nur entmuten, auf der verdammt. Ich falschen habe es Fährte vergessen, warst, wie diese aber da bist du so auf Tastenkombination mich ging. gegangen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich dachte, Irgendwie irgendwie wäre so gut am ich habe auch Ende. nicht Oder verstanden, warum du so. jetzt ich Ah, habe ich jetzt hab so auch kann nicht ich mich verstanden, warum du entmuten. dich jetzt so ich habe auch Ah. nicht verstanden, warum du dich jetzt so krass auf Reggie eingeschossen hast, ehrlich gesagt, weil der hat nichts gemacht, was ihn irgendwie verdächtig erschien, diese meiner Ansicht nach, War aber doch jetzt diese Reactor-Diskussion, oder? was Der Vulk hat, hat ja haben wir jetzt irgendwie ja was gemacht? also ich bin der Vulk hat Meinung, ja was mit ich bin der dieser. Meinung, diesen 1 bis 10 Task, der wird nur einmal vergeben. Aber vielleicht habt ihr einfach aneinander vorbeigeredet. Also ich hatte ihn auf jeden Fall. Ich hatte ihn auch. Und Ja, als es, okay, als dann er. kann er wohl, dann kann er wohl doppelt vergeben werden, dann hatte ich wohl eine falsche Information. Ich war bei eurem Gespräch zwischendurch total verwirrt. Ich dachte kurzzeitig auch, Herr hat mich jetzt doch Reggie gekillt. Ich habe doch Spulk gesehen. Ich war Ich habe halt komplett, ich eigentlich die dachte, ganze hä, Zeit. wartet mal, hä, was ist jetzt los? Die Art und Weise auch, wie sich Reggie verteidigt hat, war irgendwie so komisch. Ich Okay. habe mir gedacht, irgendwie so verteidigt sich ein Imposter, aber der hat mich doch gar nicht getötet. Was ist los? Es ist immer super gefährlich, am Anfang Imposter zu werden, wenn man keine Ahnung hat, wie die Map funktioniert und die Tasks nicht kennt. Dann kann man Ach, sich du im kennst die Zweifel Map nicht. noch gar nicht, okay. Doch, bestimmt habe ich die Map schon mal gespielt, aber ich spiele das Spiel halt echt nicht oft. Okay. Also, ich Aber glaube, ich in habe mich einfach so 10 Stunden komisch oder so. verteidigt. Ich glaube, ich habe mich so komisch verteidigt, weil ich einfach überhaupt keinen Plan hatte, warum mich Ricardo auf einmal so attackiert. Ja, das hat mich auch Und gewundert. Ja, ich habe das hat Ricardo mich auch eigentlich gar nicht verwirrt. verdächtigt. Ich habe ihn gar nicht Ja. verdächtigt eigentlich, aber dann hat er sich so auf mich fokussiert. Das war schon sehr seltsam. Ja, Ja, weil man wusste gar nicht, dass ich auch seine reagiert hatte. Begründung war halt, dass er die ganze Zeit Genau. mit Spulk zusammen rumgelaufen Und war und ich war nicht mit gestorben ist, aber Spulk zusammen. Spulk hatte einfach Kill-Cooldown, glaube ich. Habe ich auch gesagt. Mann. Ja. Ich hab dir vertraut, Spulk. 180 Sekunden Voting Time ist echt heftig, wenn man Imposter ist. Man fühlt sich da so. Das Ja, ist so das lange stimmt. Diskussion. Ich erinnere mich an die eine Runde, wo ich und Counter Imposter waren letztens und einfach die ganze Zeit der Emergency-Button gedrückt wurde. Das war so eine ätzende Runde. Ey, die hat mich so angekotzt. Ja, Ich aber bin sie auch war letztendlich nervös. ja doch, also es war letztendlich ja doch notwendig. Wenn auch nervig für Imposter, klar. Nervig ist Untertreibung. Es ist halt einfach super stressige Situation, dauernd in dieser Situation zu sein, weil man sich rechtfertigen muss. Ja, Für so klar. lange. Ja, okay, dann go, go, go. Okay. So, jetzt weiß ich Go, auch go, wieder, go. wie ich mich mute und wie ich mich entmute bei Discord. Sehr schön. Dann, vielleicht sterbe ich Ich jetzt habe nicht an meinem sofort. Headset, Das wäre schön. ich habe an meinem Headset einen manuellen Mute-Knopf, der funktioniert auch tatsächlich. Das finde ich sehr nice. Ich habe auch nicht verstanden, wie Ja, man den kann ich Enter. aber nicht drücken, weil dann ist meine Aufnahme ja weg. Ja, Ja, ich kann da, stimmt. ich muss, darf mich ja Good nur für point. euch muten. Ich kann ja nicht mein Headset muten, dann habe ich Good ein point. Problem. Ja, gut, ja, gut, stimmt. Den habe ich auch natürlich. Aber der wäre Kannst halt ungünstig. auch was einfach heißt cool natürlich? sagen. Ich hab den halt nur an diesem Headset, deswegen finde ich das so Ach cool. so. Okay. Ja, nee, ich hab da auch, also da ist so ein Dings dran mit laut, leise und aus. Genau. Und Okay. bei mir ist auch noch ein Telefonhörer, wo ich nicht weiß, was der macht, aber ja. Oh, drück mal drauf, vielleicht hast du plötzlich jemanden am Apparat, kannst Pizza bestellen. Na. Okay. Ja, Okay. mute dich und starte das Spiel, sonst fliegen wir raus. Jawohl, let's go. So, zack. Okay, jetzt schauen wir mal. Das ist, jetzt bin ich besser vorbereitet. Okay, diesmal bin ich auf Besatzung. Wir laufen direkt los. Ah, direkt hier oben was. Gleich mal den Müll rauswerfen. So, sehr schön. Genau. Der Imposter hat ja erstmal 3 Sekunden Cool Countdown. Also, der kann noch nicht. Der kann noch nicht killen. Deswegen haben wir ja ein bisschen Zeit. Da muss ich mich eigentlich gar nicht immer so. Aber hier ist jetzt eh auch keiner mit mir mitgegangen. Dann kann ich mich hier ganz in Ruhe meinen Aufgaben widmen und werde diesmal auch nicht sofort sterben. War vorhin sehr ungünstig, das zu sagen, weil kurz nachdem ich das gesagt habe, bin ich gestorben. Das möchte ich eigentlich nicht nochmal haben. Aha! Jo. Burg, was hast du zu sagen? Hm?
Oha, zweimal ein Fünftel ist ein 25. Zweimal ein Fünftel, aber ein Fünftel hoch zwei ist ein 25. Was hast du zu sagen? 25 ist schon sehr gering. Hä? Aber nein, ich war doch jetzt in Med am Anfang und dann Reactor und dann Weapons. Dann bin ich zurückgekommen. Aha. Und Red, was hast du zu sagen? Was ich sagen kann, Ricardo, ich bin mir sehr sicher, dass du es nicht bist. Du warst ja mit mir am Anfang in Med Bay und ich habe gesehen, wie du genau in der Mitte von dem Scanner standst. Also deswegen bin ich mir sehr sicher, dass du es nicht es warst. Ich war da halt, weil ich hier diese Reagenzgläser, die das Ding da aktivieren musste. Da wo musste warst ich halt du danach? Upper Engine, Lower Engine, wo ich das justieren musste. Ich weiß gerade nicht, was das genau war. Und da wollte ich gerade in Electric reingehen. Aha. Wo, und Con, was hast du zu sagen? Ich war komplett rechts die ganze Zeit. Ich habe am Anfang auf Meteoriten geschossen, dann habe ich die bei dem Cockpit-Ding dieses Teil zentriert. Ja, okay, ich glaube dir, komm. Brauchst du nicht mehr zu sagen. Okay. Wo hast du die Leiche denn gefunden? Hallo. Sagst du doch. Wo ist denn die Leiche? Du hast reportet. Ja, Reggie, sag mal, wo die Leiche ist. Hä? Nicht da, wo ich war, auf jeden Fall. Also, mehr kann ich nicht sagen. Die Leiche? Ich hab Eingang von Electrical, das... Nein. Okay, es muss... schon wieder... Es ist crazy, aber ich glaube schon wieder Spulk. Es ist Spulk. Frage? Also. Es gibt doch Vents von... Funktionieren Vents über die ganze Karte oder nur auf Nein, Karte du kannst, wenn du wissen willst, was für Vents es gibt, kannst du im Discord in die Among Us Spielinfo reinklicken und da gewendet, hast du alle Maps zur Übersicht. Ich bin einfach zurückgelaufen und ist mir halt entgegengekommen. Und die roten Striche sind die Vent-Verbindungen auf der Karte. Wieder ja, ich weiß nicht. Achso, welche Karte ist das jetzt hier? Die wenn du hier bei Discord auf Among Us Spielinfo gehst, die oberste ist das Geld. Und da hast du die roten Striche, sind die Vent-Verbindungen. Ah, I see. Achso, du kannst nur von Upper Engine und Lower Engine wenden. Also Conan kann nicht einfach von Navigation auf die andere Seite der Karte. Okay. Nein, Conan kann es nicht gewesen sein, wenn er jetzt die Wahrheit gesagt hat. Ja, wo war denn die Leiche? Wir wissen es immer noch nicht. Ich find's suspekt, dass Reggie wissen will, wo die Leiche ist. Ja, damit wir... Wo ist sie denn jetzt? Wir haben noch 20 Sekunden. Ja, wenn sie in Lower Engine ist, kannst du ja auch irgendwie von Electrical und Storage dahin laufen. Die war im Reactor. Okay. Im Reactor. Und Spulk ist mir entgegengelaufen. Also im Medbay-Flur. Ich glaube, es ist Conan, weil er gesagt hat, er wäre rechts, weil er die ganze Zeit so vage ist. Weil er nicht genau sagt, wo er war, was er das gemacht hat. Deswegen glaube ich, dass es Conan ist. Ich gehe auf Spul. Oh mein Gott! Alles klar. Dann seid jetzt aber gewiss, wer gerade für mich mitgevotet hat. Yo, wenn ich jetzt geskippt hätte, wäre ich raus. Lol. Wenn ich geskippt hätte, wäre ich einfach raus. Das ist ja ungünstig. So, einer ist tot, das heißt, es darf nicht, doch einer darf noch sterben. Es dürfte theoretisch noch sterben. Aber wenn er jetzt einen Double Kill hinkriegt, dann war es das. Aber eigentlich könnten wir jetzt noch den Knopf drücken. Wäre es jetzt nicht eigentlich... Ich meine, ich mag diese... Jo, geh weg. Ich mag dieses Knopfdrücken überhaupt nicht. Weil das ist irgendwie so... Ich weiß nicht, das fühlt sich nicht richtig an als Dings. Aber... ja. I don't know. Da ist Ricardo. Ich frage mich halt, ich glaube, Knopf drücken wäre schlauer, aber ich will nicht derjenige sein, der den Knopf drückt. Weil das irgendwie, ich weiß nicht, das ist als Imposter schon nervig, das ist schon richtig. Oh, okay. Ja, oh, jetzt müssen wir voten. Ich wollte gerade sagen, Reggie hat die Dichte angemacht. Aber... Ich habe ihn gefunden, genau da bei den, wo ist denn das, da oben. Ach, was ist denn das wieder für ein Abschnitt von der Map? Wie heißt der Quatsch? Electrical, oben rechts in Electrical liegt Reggie. Ah, wo man die Lichter macht, ja, okay. Genau, da wo du hingelaufen bist, Spulk. Ja. Ja. Du kannst mir angeben. Da wo du hingelaufen bist, genau.
Weil Ricardo kam von links, der kann es nicht gewesen sein. Ich bin gerade Mad Bay. Von rechts, der kann es nicht gewesen sein. Aber. Ja, klar, du bist von Electrical nach Mad Bay gewendet. Das ist dann schon logisch. Wir waren in Storage Conan und dann bin ich nach oben gelaufen, in die Cafeteria. Nein, du bist, nein, du bist runter. Du bist nicht in die Cafeteria gelaufen. War und du bist mir halt entgegengekommen. Also du hast ja in der ersten Runde hast du sind wir zusammen, Mad Bay, links gegangen, unten. Ich bin im Mad Bay geblieben. Du hast den Sehan in Reactor getötet. Bist dann wieder hochgelaufen, bist mir entgegengekommen, als ich dann zum Reactor gegangen bin und dort die Leiche gefunden habe. Und die Leiche war in Reactor. Conan war rechts. Das muss wohl gewesen sein. Ja. Ja. War jetzt zu viel. Wenn zwei überzeugt sind, dann ist es natürlich vorbei. Ich hätte es auch einfach kürzer sagen sollen. Ich war am überlegen, ob ich den Knopf drücken soll, aber das fand ich dann wieder doch lame irgendwo. Bei vier Leuten den Knopf drücken, ich weiß nicht. War ich auch überlegen, aber dann ging das nicht aus. Ich war auch komplett überfordert, nachdem ihr zwei auf, also statt Fischburg für Conan gestimmt habt. Ja, ich fand es ganz komisch, dass du nicht gesagt hast, wo die Leiche war, dass du das nicht sagen wolltest. Weil ich wusste, dass du das lustig. Nicht bist. Reggie sagt doch mal, wo die Leiche ist und er hat reportet, so. Okay. Wahrscheinlich wollte er sowas hervorlocken, wie unter Motto, dass er sich quasi verhaspelt und sagt, oh, ja, aber ich war doch gar nicht im Reaktor. Weil dann hätte man halt sofort gewusst, dass er das war. Es ist vor allem eine ganz schlechte Geschichte zu sagen, man habe gesehen, wie er das Licht angemacht hat und dann zu sagen, man ist im Mad Bay. Ja. Ja, genau das und vor allen Dingen, ich habe ja gesehen, wie er das Licht angemacht hat und genau neben dem Licht anmachen lag ja die Leiche, also dann ist es ja relativ wahrscheinlich, dass man ihn gesehen hat und dann gekillt hat. Solange irgendwie 15, 20 Sekunden dazwischen sind, dann ist es ja realistisch genug, dass man eben zusammen war und sich dann getrennt hat. Ich hatte natürlich auch noch Glück, dass Ricardo vorher schon gedacht hat, dass es Spulk ist, sonst hätte ich da jetzt vielleicht doch ein bisschen Argumentationsprobleme bekommen, aber... So war er ja eh schon überzeugt davon. Das war schon recht offensichtlich, dass das Spulk war. Aber ein 25. tatsächlich. Ja. Machen wir noch ein 125. draus. Da wäre ich mir ganz sicher gewesen, dass Ricardo ist, weil er sich ja sehr seltsam verhalten hat. Aber ich hätte einfach das zu meinem Vorteil nutzen sollen, dass Orange eben auf meiner Seite war. Da darf ich ihn nicht umbringen. Aber wenn ich geskippt hätte, ich wollte erst skippen, dann dachte ich, ich wollte lieber doch mal Spulk, sonst wäre ich raus gewesen. Das wäre ganz schlecht gekommen. Okay. Gut. Ja, dann gucken wir mal. Also bisher läuft es nicht gut für den Imposter, war aber auch zweimal Spulk. Hä? Er hat doch einmal gewonnen, einmal verloren. Ich hab doch gewonnen. Stimmt, ach scheiße. Siehst du? Ich bin lost. Lief uns nicht gut am Anfang. Ups, ja, siehst du? Ah. Okay, ich lieber schnell starten, bevor ich mehr Müll rede. Erstmal wieder muten. Oh Mann. So, okay. Also, wenn es jetzt wieder Spulk wäre, wäre das halt echt 125. die Wahrscheinlichkeit. Das kann eigentlich. Also, es kann natürlich schon sein. Zu sagen, es kann nicht sein, wäre Blödsinn, denn es ist ja nicht null. Aber es ist schon sehr unwahrscheinlich. Aber das war auch schon die 125. War auch schon sehr unwahrscheinlich. Aber hey. So, zack, 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 zack. Also wenn mir jetzt Spulk begegnet, werde ich nicht abhauen. Einfach weil ich der Statistik vertraue. Oh mein Gott, ich muss der Stochastik vertraue. Nicht der Statistik, das ist wieder was anderes. So, ich hoffe, ich kann hier stehen bleiben, ohne dass ich gleich abgemurkst werde. Weil man sieht halt immer nichts, was da um einen rum passiert. Plötzlich steht einer dann da. Und plötzlich ist man tot. Oh Gott, die Karte. Ah, schön. Das lief ja mal. So. Jetzt ist wieder Licht aus. Juckt aber. Licht ist schon wieder an. Hi. Okay, er hat mich nicht gekillt. Die Frage ist, wo kam er her? Wo will er hin? Oh nee, ich hasse da. Oh, wie ging das nochmal? Klicken, ne? Ah, klicken. Oh, yes. Weg mit dem Quatsch. So, das ist nur das... Oh, wo... Coole. Wieder. Alles klar.
125stel? Wohl fick dich. Was? Der Victor hat mich gekillt, wo ich gerade beim 5. Level von dem Reaktor anschalten war. Und ich habe danach, also nachdem ich gekillt war, also setzt sich ja nicht zurück, aber ich musste quasi die 5. Runde nochmal machen, weil ich dann so geschockt war, habe ich mich verdrückt und dann doch die Nummer von vorne anfangen. Ich habe die ganze Zeit lebende Leute gesehen, aber... Aber er muss, er hat ja dann... Ich habe jetzt 3 Leute umgebracht. Ich wollte gerade sagen, du hast ja mit Cooldown LOL. Ja, der erste Cooldown ist ja super kurz. Wir waren ja zu dritt in Medical. Ah ja, okay. Ja. Dann habe ich quasi gewartet, bis die ersten 2 rausgegangen sind. Oder halt, ja genau. Ja. Einen getötet. Dann bin ich den schnell hinterhergelaufen, habe einen Reaktor halt 20 Sekunden gewartet. Neben Xenoart. Und dann habe ich ihn getötet. Und dann habe ich doch mal 10 Sekunden gewartet, das Licht ausgemacht und gehofft, dass da jemand kommt. Ich habe noch so schön gesagt, ich vertraue jetzt der Stochastik. Wenn mir Spürk begegnet, kann der es nicht mehr sein. Aber hey. Die Ereignisse sind statistisch unabhängig, Conan. Ja, aber es ist trotzdem hintereinander. Zweimal Spuk ist es genauso wahrscheinlich, wie das zweimal Spuk und dann ich es. Also, ja, es ist naja, halt natürlich ist es immer für jedes Einzelne 1/5, das ist schon klar. Aber dass es dreimal hintereinander ist... Kannst du insgesamt betrachten. Natürlich ist das irgendwie unwahrscheinlich. Ist ja schon, genau. Das ist ja schon unwahrscheinlich. Ja, I guess. Du hast ja auch also bei das, jedem... Das, das ist jemand anderes als Spuk ist. Das ist dann quasi 4/5 Chance. Genau. Jedes Mal. Und deswegen... Das ist jetzt einfach nur, dass man das verzerrt sieht als Mensch. Man denkt, das kann nicht sein, aber das kann ja auch wohl sein. 2 Long-Tasks, 4 Short-Tasks. Ist es in Ordnung? Ja, ist euch zu viel? Wir können auch das rausnehmen. Ich glaube, die Tasks sind in Ordnung. Was eigentlich geil wäre, wenn wir den ersten Cooldown irgendwie länger machen können, aber ich glaube, das geht nicht. Den ersten Cooldown. Also ich kann ja nur den Kill-Cooldown. Ja genau, ich glaube der erste Cooldown, also nachdem das Spiel angefangen hat, ist immer 10 Sekunden oder es ist halt puh. Ja, dann muss man halt am Anfang zusammenbleiben. Bei fünf Leuten ist dann halt direkt einer tot, das ist halt schon so ein bisschen dumm. Naja, aber dafür musst du dann halt jeweils alleine sein. Weil wenn du einfach mit 3er-Pärchen rumläufst, dann ist es halt wesentlich einfacher. Genau, aber ich meine halt, theoretisch ist das Spiel dann ja immer nach einer Minute danach vorbei, also sofern halt nicht eine von den Leichen gefunden wird. Ja, klar. Also wir können ja auch, wenn ihr sagt, mit 5 ist der normale Modus ungünstig, können wir auch zu irgendwas wie Hide and Seek oder so dann wechseln. Ja. Ich würde jetzt einfach nochmal probieren, dass jemand anderes mal Imposter ist, danke. Ja, das wäre aber ja, auf jeden Fall. Ja, das würde ich auch vorschlagen. Okay, wir stellen jetzt ein, dass Spürk nicht mehr Imposter ist und die nächste Runde geht los. So. Ich glaube, es ist Spürk. Ich glaube, es ist nicht Spürk. Der ist safe. Das ist gut. Ja, das ist schon echt krass. Also ich bin schon wieder nicht. Aber das ist ja wahrscheinlicher, dass ich es dreimal hintereinander nicht bin, als dass es dreimal hintereinander der gleiche ist. So, aber ja, stimmt natürlich, der Cooldown ist an dem Anfang. Da war die Banane gerade wieder unten. Reggie und Banane sind runtergelaufen. Sean hinterher. Das heißt, nur Ricardo habe ich jetzt noch nicht gesehen. Sean. Schien Tasks zu machen. Okay, und Ricardo ist der Tote. Nee, Quatsch, es ist Spulk. Ja. Ich glaube, es ist auch Spulk. Okay, Spulk ist es schon mal nicht. So. Du hast zwar reportet, ich weiß, ich wollte nur ganz kurz sagen, ich habe gesehen, dass... Aber das ist am Anfang gewesen, dass halt Reggie mit Spulk zusammengelaufen ist, aber das muss nichts heißen. Ja. Willst nur kurz anmerken. Also das Letzte, was ich gesehen habe, ist, dass Spulk in Navigation war. Da ist er gerade oben zu dem Download da gegangen und damit nicht runter zu Chase gegangen. Das ist das Letzte, was ich gesehen habe. Also, Bulk lag etwas südlich von Navigation den Gang runter. Er lag lustigerweise ziemlich genau neben einem Vent. Mhm. Okay.
Genau, die einzige Person, die ich rechts noch gesehen habe, war Conan, der stand die ganze Zeit bei Weapons und ist dann nach O2 gegangen. Wo er bei Weapons stand, war ich natürlich selber in O2, deswegen habe ich nicht gesehen, was er da oben gemacht hat. Es könnte möglich sein, dass man da draus gewendet ist, Spult getötet hat und wieder zurückgewendet ist, aber das halte ich für unwahrscheinlich. Nee, das ist nicht Ja, möglich, wenn du dir mal die Verbindung von den Vents anschaust. also es könnte ich sein im Prinzip. Ich Ich glaube, komme ja, von dem, ich komm von dem wollte auch Weapons Vent, sind die nicht von denen Vents? da Es unten ist hin. Reggie. Ich glaube, es ist Echt? Reggie. Okay. Weil Reggie war in der Nähe. Ich Okay. habe ihn in der Nähe gesehen. Das Okay, also stand da oben. wenn die Vents wirklich nicht miteinander verbunden sind, Und dann war es na, du kannst auf die definitiv, dann war Karte es auf jeden gucken. Fall nicht Also Conan. Sinn, wenn du sagst, Ja, dass ich Reggie gucke jetzt und nicht in Spulk die Karte, zusammen aber gesehen. ich vertraue dir da. Ich habe nur Reggie begegnet und nicht Spulk. Dann muss es doch Reggie sein. Ich würde auch auf Reggie Ja. gehen. Ich würde auch auf Reggie tippen von dem, was ich gehört Ja. habe, aber ich habe ihn halt selber nicht gesehen. Ich Also habe die. Reggie gesehen, ich habe nicht Spulk gesehen, es muss Reggie sein. Also Es er war kann noch auch, in der also ist Vigation, war eigentlich die kein Leiche, oder? Self-Report aus meiner Und Sicht sein, nein. weil du Nein, bist. die Leiche war. Nein. Die Leiche war kurz vor Dann könnte Navigation, Self. also. Nein. Ja, und Also ganz kurz Reggie vorher war warst du dann. noch mit mir zusammen da oben in dem Er Ding und bist entspricht da dann gerade irgendwie so einem runtergelaufen. Dann kam sofort Imposter. der Report. Also das Also ich schließt einen weiß, dass es Self-Report nicht eigentlich Ricardo aus. ist. Ich weiß, dass es nicht Ricardo ist. Also ich kann ihn clearen, auch wenn er mich überhaupt nicht clearen kann. Das ist eine Scheißsituation, aber ist es auf jeden Fall Conan oder Xian? Weil Ricardo kann Nein, nicht in dem Event definitiv sein. nicht. Wartet, Also wie würde Xian ich kann Conan Self-Report im hart Endeffekt clearen und ich bekommen? war es nicht. Es ist entweder Con oder Reggie, aber ich glaube, es ist schon Reggie. Also es ist nicht Conan. Also ich habe, wie gesagt, Conan die ganze Zeit bei Weapons gesehen und dann am Ende bei O2. Und wenn er sagt, wie er sagt, zwischen Weapons und da unten, wo Spulk lag, kein Vent existiert, dann war es nicht, weil es nicht an mir vorbeigegangen, um Spulk Also zu der killen. Rent, der zu Also dem ihr könnt. führt, den du meinst, da müsste ich bis in die Cafeteria rüberlaufen. Der ist aber dann Okay, direkt ja. an dem Gang. Also der ist jetzt nicht weit weg, aber da müsste ich von Weapons aus Ja. rüberlaufen. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich. Ja, ich auch. Ja. Ich glaube nicht, dass es Ricardo ist, aber ihr Okay. könnt mich raushauen, Wie aber es wird kein willst Vorteil du, für euch kannst du bringen. dich denn klären irgendwie, Reggie? Ich meine, ich kann einen Self-Report nicht hundertprozentig Ich meine, ausschließen, aber es war mir fast ein bisschen zu schnell für einen Self-Report. ja, ich kann mich halt schwer erklären. Wie gesagt, ich war in der Vigation, habe ich ihn noch gesehen, wie er oben zum Download gegangen ist. Da bin ich so schief gegangen und dann habe ich Ricardo gesehen. Ich skippe jetzt. Oha. Und tschüss. Ich habe jetzt auch Reggie gewotet auf der Basis dessen, dass er am Anfang mit Spulk gesehen wurde, aber mehr Anhaltspunkte habe Ich ich auch hoffe, nicht. das war jetzt Ich richtig. wünsche euch viel Glück. Oh, come on. Ach du Scheiße. Doch, komm schon. Bullshit. Das war schlecht. Bullshit. Das war ganz großer Müll. Dann ist es Ricardo. Aber. Oder Xehan mit Self-Report? Kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt kann man nicht drücken, ne? Jetzt muss man. Ja, das war's. Jetzt muss ja nur ein Kill kommen. Ach, Scheiße. Ah, das war dumm. Dann war es doch ein Self-Report, oder was? Ja, es ist keiner oben. Ja, das ist jetzt schlecht. Okay, Ricardo Was war's. doch? Was? Ricardo So, war's. jetzt musst du mir erklären, wie das funktioniert, wie das funktioniert hat. Ich bin in Admin gegangen, bin gewendet und habe dann Ach, Spulk getötet. Das ging so Ich schnell? wusste doch, dass das einen Grund hat, warum der genau neben dem Vent lag. Scheiße. Ist er so schnell wieder runter zu mir gegangen? Ja, er ist einfach direkt nach unten gegangen. Also er ist halt dahin Oh gewendet. mein Gott. Okay, ich dachte halt, dass ihr Oh was ganz mein special Gott. habt. Deswegen habe ich Ricardo sowas von ausgeschlossen. Ich war jetzt halt auch kurzzeitig, naja, vielleicht war es dann halt doch ein Self-Report, weil das wäre theoretisch noch das Einzige, was noch möglich gewesen wäre, da ich ja wusste, dass es nicht Ja. war. Ja. Aber Ich das meine, ihn war am halt echt Anfang. zu schnell. Also Xian ist gerade runter und direkt kam der Report. Das war so. Ja. Nee. Ah, dann kam er aus dem Vent. Okay, ja, ich muss mir nochmal die Vents auf dieser Karte angucken, weil ich hätte jetzt erwartet, dass man von Weapons da runterkommt, aber nicht von Ja, Admin hätte ich darüber, aber auch ja, doch. tatsächlich spontan gedacht, aber dann habe ich, als du das so gesagt hast, habe ich mal mir das angeschaut. Von Weapons geht es tatsächlich nur in Navigation und runter in Shields. Das sind nur die drei verbunden. Und dann ist so eine Ja, okay. Viererecke verbunden. Cafeteria. Nee, ist eine Dreiecke. Ist ein Dreieck. Cafeteria, der in dem Gang, den du gesagt hast, und in Admin. Ja, okay, und der stand in Admin und hat sich in den Vent gesetzt und gewartet, bis einer vorbeiläuft und das war zufällig Spulk. Okay. Ja, ich hätte mehr drauf eingehen müssen, dass der direkt neben dem Vent lag, weil dann wären wir eher drauf gekommen, was da vielleicht passiert ist. Ich hatte auch Panik, weil ich glaube, ich wollte eigentlich wieder zurückgehen, aber dann habe ich den Button nicht gefunden. Dann bin ich einfach runtergegangen.
Ich habe einfach gehofft, dass niemand die Leiche entdeckt und habe dann zufälligerweise zum Glück Reggie gefunden. So, dachte, der Und kann ja Reggie, also, und Reggie, nicht hier. du hast ihn aber auch nicht von oben rechts kommen sehen, ne? Ricardo kam von links, meine ich. Ich kam von rechts oben. Also rechts? Du warst ja Ah, Typ, genau, okay. ich kam von oben. Okay, weil hättest du stimmt, das. ja, fuck, ja, ich hab's Ah, falsch gesehen. hättest du das Ah, gesagt, scheiße. hättest du das gesagt, wär es klar gewesen. Ja, Was? ich sorry, Scheiße. ja, das. Ich hatte Scheiße. Ich hatte Erinnerung, dass er mir in Storage begegnet ist, aber nein, ich hab. Ich weiß noch, ich bin so ein bisschen in Communication reingegangen, da kam Ricardo an, dann in Storage, als ich gerade ankam. Ja, und Dann Ricardo kam wurde halt er von leicht oben gefunden. rechts und ja, okay. Ja, okay, das war scheiße von mir. Ja, Ich dann hoffe, wäre nächstes Mal, klar wenn ich verdächtig gewesen. werde, bin ich wenigstens im Poster mal. Dann wäre klar gewesen, dass es einer von euch beiden hätte sein müssen, weil, ja. Ja. Wie gesagt, Conan und ich konnten uns gegenseitig ausschalten, beziehungsweise ich nicht. Also es hätte auch ein Self-Report von mir sein können, aber ich konnte auf jeden Fall Conan klären. Ja, aber den, wie gesagt, den hätte ich für sehr unwahrscheinlich gehalten. Dafür war es mir zu Das wäre schnell. auch ein sehr komischer Self-Report gewesen. Also ich hätte ihn ja quasi gekillt und sofort auf den Report-Button gehämmert. Also ich meine, ist Richtig. natürlich möglich, aber. Richtig, aber ja. Nee, also ich hätte es jetzt sozusagen vor Gericht nicht hundertprozentig beweisen können, aber es war Ja, klar. sehr Absolut. offensichtlich, dass du Verstehe es ich. nicht warst. Verstehe ich. Okay. Mute. So. Babadabadam. Okay, kein Imposter. Da. Blätter, Blätter, Blätter. Oh, das eine Blatt haut gleich automatisch ab. Das finde ich sehr gut. Usch! Raus mit dir. So. Navigator, was ist denn das da? Ach, das ist schon wieder dieses. Ach, das ist der Download. Oh, ich hasse. Rumstehen und warten. Und das Licht ist aus. Und das heißt, es wird gerade wieder lustig gekillt. Wahrscheinlich irgendwo. Und wenn ich jetzt keine Leiche finde. Vielleicht. Oh, soll ich mal den Knopf drücken? So. Oh shit, jetzt ist hier nicht mal was. Soll ich mal den Knopf. Ich mach noch den hier. Ich mach noch den hier. Und oh, da ist Ricardo gerade. Okay. Hi. Xehan. Ricardo und Xehan. Würde mal fast jetzt den Knopf drücken und gucken, ob jemand tot ist. Ich wollte Jo, mal schauen, das ob war einer tot Spulk. ist und es ist jemand tot. Das war Als Spulk. ob bevor wir jetzt jemanden suchen, Spulk habe ich gedacht, wir machen das über den Knopf. Als ob es fucking Spulk ist. Es Folgendes. ist einfach Ja. fucking Spulk wieder. Ich hab Ach Mann. Spulk. Ich wollte gerade selber in Elektrik. Also, ich bin mir zu 100% sicher, dass die Leiche in Elektrik liegt. Ich wollte da gerade selber nachgucken gehen. Ich habe Spulk und Reggie zusammen in Elektrik reingehen sehen, nachdem ich die Lights wieder angemacht habe. Und ich habe am Ende auf dem Admin-Table gesehen, dass einer immer noch in Electrical war. Ich gehe davon aus, das war Reggie. Ja. Also, Wir waren ja ich auch wurde alle ja so super. direkt zurück. Also, Okay, ich habe euch zwei relativ das viel ist zusammen gesehen. Ich bin. eigentlich relativ safe. Ich habe so und ich habe Blue Baby, Conan und ich waren eigentlich fast die ganze Zeit ein Admin am Ende. Also, das kann eigentlich nur Spruch sein. Also Reggie, Xeno und ich waren zu dritt in Electrical, das stimmt, aber ich verstehe nicht so ganz, warum du nochmal zurück in Electrical wolltest. Weil er Was? vermutet, dass da die Leiche liegt und dann reporten Ja, wollte. weil ich auf dem Admin-Table, ich habe ein paar Mal auf dem Admin-Table geguckt, da war die ganze Zeit immer noch eine Person angezeigt in Electrical. Der Admin-Table zeigt nämlich auch Leichen an. Also das heißt, wenn dann eine Leiche in Electrical lag, dann ist da die ganze Zeit eine Person, die in Electrical angezeigt wird. Ja, aber wenn du und Reggie auch in Electrical warst, du kannst ja quasi rauswenden aus Electrical. Du hast dann ja nur die Leiche gesehen. Und ich verstehe nicht so Ich ganz. er hat Ich noch habe keine keine Leiche Leiche gesehen. gesehen. Ich habe keine Leiche gesehen. Ich weiß noch nicht mal, ob der wirklich in Electrical lag. Das ist nur eine Theorie von mir. Also ich bin in Electrical rein, hab meinen Task gemacht, hab Reggie da noch gesehen, und bin zurück nach links gelaufen in den Reaktor, weil da noch ein Download-Task war. Nicht Reaktor, Aber das Weapons Con hat Ding. niemanden getötet. Sian hat niemanden Also ich hab's getötet. mal auf Navigation geschaut. Quatsch. Ich war Wait. kurz. Nicht Navigation. Spulk, wo warst du am Ende der Runde?
Ja, links unten quasi, Lower Engine. Da hatte ich noch einen Task nach Electrical. Ich war mit dir und Reggie in Electrical und dann bin ich in Lower Engine gelaufen. Ja, Und okay, ich habe aber am dann Anfang der warte. Runde. Wait. Also Ja, ist denn, es. aber dann ist die Leiche, dann ist die Leiche Reggie, weil ich habe ganz kurz bevor Conan den Knopf gedrückt hat, habe ich noch auf den Admin-Table geguckt, da habe ich eine Person in Security gesehen. Das war es dann wahrscheinlich du, also ich denke mal, du bist ja gerade Ich war rausgegangen. kurz Ist in es Security logistisch drin möglich, und. dass Ja. Cern hier Reggie getötet? Nein. Also du Wie lange kannst ist ja, denn da die ist ja ein Leiche Vent frisch? in Electrical Security und Med Bay. Es kann ja genauso Ja, gut aber sein, dass ich kann Cern es aber eigentlich bei nicht, ich uns. kann es eigentlich nicht gewesen sein, weil, wie gesagt, wie Cern aber Spulke ja auch gerade uns. confirmed hat, wir waren zu dritt Genau. in Electrical und Spulke hätte mich denn ja sehen müssen, wie ich den Kill gemacht habe. Ja. Weil danach waren Conan und du und ich fast die ganze Zeit zusammen. Also es kann eigentlich nur Spulke sein, alles andere wäre komisch. Ja. Du kannst in Electrical das Licht ausmachen und immer noch oben beim Vent stehen, bei einem anderen Task. Und ich war nicht beim Aber anderen Task oben. Cern ist, kann überhaupt nicht bis dahin gegangen sein, oder? Ja, er kann. Conan ist nach oben gegangen, hat den Report-Button. Cern ist etwas runtergegangen, aber er hat doch bestimmt nicht bis zu das erreicht. Wenn ich mich jetzt wieder Ganz nicht falsch entschieden erreicht. habe, dann weiß ich auch nicht. Also, ich halte das schon für recht Come on, wahrscheinlich. come on, come on. Okay. Yes! Also ich hätte die ganze Zeit gehofft, dass irgendwer ein Electrical mich findet, weil ich dachte mir, Xian wüsste dann genau, dass es Spuk sein müsste. Oder gesehen hat, Ja. dass wir beide reingegangen sind. Ich Aber. habe auch die ganze Zeit überlegt, ob ich einfach da hingehe und ich habe dann immer mal auf den Admin-Table geschielt, ob jetzt die eine Person in Electrical da mal verschwindet. Und wo es jetzt das dritte Mal immer noch eine Electrical war, habe ich literally, ich bin gerade aufgestanden, wollte zu Electrical gehen und dann kam der Button. Ja, ich hatte Ja. Angst, dass wieder das gleiche passiert wie vorhin, dass gekillt wird und gekillt wird Ja. und gekillt wird und wir keine Möglichkeit haben zu bereden. Deswegen habe ich gedacht, ich drücke mal drauf und gucke, ob schon einer tot ist. Ja. Und ich habe auch nur, wo der Button kam und in diesem kurzen Moment, wo das Ding geladen hat, habe ich auch nur gewartet, okay, ist Spulk oder Reggie? Spulk oder Reggie? Reggie ist tot, da ist da Spulk. Ja, aber krass, schon jetzt, nicht in Folge, aber das war schon das vierte Mal. 80% Spulk bisher. Gut. Wollt ihr noch eine Runde in dem Part? Wir sind jetzt bei 42 Minuten. Passt doch. Okay, dann let's Solange es go. nicht wieder Spulk ist. Ja, kann ich nicht beeinflussen, leider. Aber ich. Aha. Muss So. rausgehen im Prinzip. Ich könnte auch einfach das Spiel verlassen. Ich bin's wieder nicht. Aber das ist ja, haben wir vorhin schon gesagt, das ist ja von der Wahrscheinlichkeit her okay noch so ein bisschen. Irgendwo. Ach, ich hasse. Da geht man den Down und dann ist man einfach sofort tot. Okay, Spürk macht da unten die Dings. Ich glaube, der ist es nicht. Reggie läuft hier lang. Xian läuft hier lang. Ist wieder wie vorhin. Der einzige, den wir jetzt nicht gesehen haben, war Ricardo. Also blau. Blue Baby. Hä? Wachse er nicht gerade in die Richtung? Bin ich jetzt dumm? Mische ich hier? Hä, bin ich blöde? Wahrscheinlich, ja. Egal. Okay, Spur geht mir hinterher. Ich weiß nicht warum. Halt, ich wollte die Karte machen. Ah, Spur muss auch den Download machen. Okay. Dämlicher Download. Xehan ist auch bei uns, habe ich gesehen. Ist reingekommen. Wenn jetzt hier Spulk stirbt, dann ist es Xehan. Xehan geht wieder hoch. Okay. Weiß nicht, ob wir langsam mal den Knopf. Aber das mit dem Knopf ist irgendwie so. Das hat so was Lames. Die Leiche finden ist eigentlich. Ich sag mal, das Ehrlichere. Aber jemand kann halt jetzt hier rumlaufen und. Scheiße, Bar. Oh! Ui. Oh mein Gott. Ja, okay, also Ja, ich, oh Xean, mein Gott, das musst du uns ich habe gerade erklären. gesehen, wie Conan vor meinen Augen Nee, nee, Spulk nee, 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 gekillt nee, hat. nee, nee, nee.
Ich habe gerade gesehen, wie der Holy vor meinen shit, Augen ich habe mich noch hat, gefragt, wie es Electrical. eigentlich sein konnte, dass du unten nach rechts des am Anfang gegangen bist und plötzlich von oben wiederkommst. Was? Ich weiß nicht, ob das egal, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ja, Ricky ist es nicht. Mein Herz war gefragt, 180. Ich habe direkt Xian gewotet. Ich kann es jetzt natürlich nicht. Ich habe direkt Conan gewotet. Ja, ist schon klar. Digga, mein, ich weiß, dass ihr gegenseitig votet. Du bist jetzt gerade auf 180, weil. Conan, fang du mal an. Okay, pass auf. Ich bin relativ viel mit Spulk rumgelaufen. Ja. Dann haben wir Xehan getroffen. Und ja. Dann bin ich jetzt runtergelaufen und unter Electrical lag die Leiche von Ricardo. In dem Moment war Spulk eigentlich noch am Leben mit Xehan hinten bei Storage drin. Und als ich den Report gemacht habe, ist plötzlich Spulk auch tot. Okay. Also kann es für mich halt, ist für mich klar, dass es Xehan war, aber du hast es natürlich jetzt nicht so erlebt. Also, ja. Das, die Aktion kann ich unterschreiben, nur halt andersherum aus meiner Perspektive. ja, nur, dass ich reportet habe und nicht du. Ja, ja. Wann hast du mich da aus welcher Richtung gehen sehen? Bitte? Na, du kamst ja uns gerade entgegen, auch aus der Richtung, wo er lag. Na, wo Ricardo lag. Okay. Deswegen, ich wollte jetzt eigentlich sowieso schon sagen, das bist du. Und lustigerweise ist halt Spulk gerade gestorben, der gerade noch hinter mir war. So. Okay. Das kannst ja nur du gewesen sein, da es Eggy nicht war. Ja, also, dasselbe kann ich über dich sagen. Ja, ja, das ist schon klar, dass du das sagen kannst. Er hat weder das eine noch das andere gesehen. Also, das ist eigentlich ganz witzig. Ich war gerade in Communication, weil ich gesehen habe, dass Conan und Spulk noch in Navigation waren, also schon ewig her. Und dann dachte ich mir so, ich gehe mal zurück und gucke, ob da irgendwer tot ist, aber ich habe niemanden gesehen und eigentlich nur Zeit verschwendet. Aber es ist halt schwierig. Ich will mal kurz gucken, wo Navigation ist. Navigation ist doch das Cockpit, oder? Ja, ganz recht. Das ist ganz lange her, dass wir da waren. Das war am Anfang. Dann waren Spulk und ich eine Zeit lang in Admin. Dann kam eben Xehan dazu. Und dann sind wir jetzt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum wir das jetzt hier noch länger aufziehen. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und ja. Du weißt, dass du es warst, ja, richtig. Nein, eben nicht. Natürlich. Ich hoffe, ich entscheide mich richtig. Entscheide dich richtig. Jetzt habe ich nicht geguckt, was du gemacht hast. Verdammt. Okay. Respekt an deinem Poster. Hast dich richtig entschieden. Da tötest du einfach Spulk hinter mir. Das war sehr ungünstig. Das ist der absolut klassische Satz. Ich habe gesehen, wie er ihn vor meinen Augen getötet hat. Ja, Xehan hat sich halt so richtig defensiv verhalten. Ich dachte mir. Ich kann die Runde erklären. Also. Es sind mehrere Dinge passiert. Also erstens, wo du mich von oben hast kommen sehen können, das war eigentlich mein super big, giga big brain Plan. Ich ja, habe nämlich hab folgendes gemacht. Du bist gewendet, ne? Du bist ja erstmal nach mich getötet, bist dann irgendwie normal zu Admin gegangen, zu Cafeteria, nee. Bist wieder zu Medbay gegangen und dann dachte ich so, geil, ich wende wieder rein. Wendest dich wieder zu Electrical rein. So, geh zur Leiche. Du gehst einfach nach rechts und oh Scheiße, da sind Spulk und Conan. Oh Scheiße, was mache ich? Ich töte jetzt noch kurz, bevor die Leiche reporten können. Was hast du dir gedacht, so wieder in Electrical zu wenden, wo die Leiche war? Genau, also das wäre gleich gekommen, die Erklärung. Nee, genau, die erste Aktion, also wo du mich von oben hast kommen sehen können, genau, ich bin gewendet, also die Idee war halt, wir waren halt zu viert irgendwie rechts und wir haben uns ja alle irgendwie gesehen und dann dachte ich so, okay, das wäre jetzt bestimmt richtig Big Brain, wenn ich einfach nach unten gehe, mich rüberwende nach Cafeteria wieder zurück und dann sofort wieder nach rechts unten gehe und dann quasi von oben kommt Conan kille und dann sofort wieder nach oben weggehe. Das hätte legit keiner geschnallt, dass ich das denn war. Weil ich bin ja quasi einmal nochmal um die Map gelaufen. Dummerweise ist Conan quasi 2 Sekunden, bevor ich da gekommen bin, nach rechts unten weggegangen. Und er war gerade weit genug weg, dass ich ihn nicht killen konnte. Puh, also ja, Glück gehabt. Ist das schon mal ins Wasser gefallen? Und dann bin ich einfach rübergegangen zu Admin, hab geguckt, wer wo ist, hab einen Electrical stehen sollen, hab da den direkt gekillt. Und dann war halt nachher meine Logik, ja okay,
Die Leiche liegt da jetzt ziemlich offensichtlich bei Electrical. Ich mache jetzt mal den Schlauen und bleib quasi auf der Leiche so halb stehen. Und der Erste, der dann ankommt, den kill ich dann auch noch. Dummerweise kamen dann aber zwei und dann habe ich halt Panik bekommen und habe gedacht, okay, bevor das jetzt so ein Vier-Personen-Ding ist und Conan dann irgendwie noch drauf kommt, dass ich ja von links gekommen bin und theoretisch die Leiche hätte sehen müssen, kill ich schnell noch einen und versuche das auf Conan zu schieben. Also es war quasi so ein Last Effort, aber ja, es war alles sehr dumm. Das war alles sehr dumm gelaufen. Ich habe jetzt mal eine Idee, Conan. Ja. Vielleicht, dass du die Task mal ein bisschen weniger machst, aber den Kill-Cooldown dann auch was runter machst. Weil wir gewinnen nicht durch Task, also ja, wir sind immer weit davon entfernt und dann das noch ein bisschen auszugleichen, dem Bosser. Kann ja mal eine lange rausnehmen. Und da hoch. Ups, Ricardo ist raus. Ricardo. Ich versuche jetzt noch irgendjemanden zu rekrutieren, weil zu fünf macht nicht so viel Spaß. Ja, wir können auch in der nächsten Aufnahme dann zu Hide and Seek wechseln, das läuft ein bisschen besser, denke ich. Ja. Ja. Wäre ich auch für. Genau, dann würde ich aber die Aufnahme an der Stelle auch abschließen. Das waren 50 Minuten, das ist doch okay für einen Part. Und dann schauen wir mal, ob wir entweder vielleicht mehr in der nächsten Folge sind oder zumindest dann zu Hide and Seek mal wechseln. Okay. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Ciao. Ja.